Herzlich willkommen in Klasse 11 und 12. Heute würde ich euch gerne einen ganz einfachen Vergleich der Geschwindigkeit einer SSD und einer HDD demonstrieren. Ich demonstriere euch die Boot- und Startvorgangsdauer. Als SSD verwende ich die Corsair Force 3 120 GB Solid State Drive. Als HDD verwende ich die Western Digital Caviar Blue 500 GB SATA 6 Gigabit pro Sekunde Festplatte. Die Tests werden vollkommen identisch durchgeführt und werden sogar auf dem exakt identischen Computersystem durchgeführt. Auf beiden Laufwerken habe ich Windows 8.1 Pro installiert und dieselben Programme. Als erstes werden wir die Kaltstartdauer testen, dann die Neustartdauer, die Google Chrome und Mozilla Firefox Startdauer und zu guter Letzt die Sony Vegas Pro Startdauer. Also los geht's! Wie ihr selbst gesehen habt, hat die SSD allumfassend gewonnen, doch die HDD hat sich auch gefährlich gut geschlagen. Beim letzten Mal, als ich so einen Test durchgeführt habe, im Jahr 2012 mit Windows 7 als Betriebssystem, hat die SSD bei weitem gewonnen. Dieses Mal jedoch mit Windows 8.1 sehen wir hier eine dramatische Verbesserung der Geschwindigkeit für gewöhnliche mechanische HDDs. In manchen Aspekten kann eine HDD genauso gut oder sogar schneller sein als eine SSD unter Windows 8.1. Doch trotzdem würde ich sagen, dass die SSD nach wie vor die Gewinnerin ist. Aber es geht hier nicht so sehr ums Gewinnen, sondern darum, wie man diese zwei verschiedenen Laufwerke kombiniert, um allumfassend die beste Leistung für tägliche Aufgaben zu erzielen. Die beste Kombination für Leistung und Speicherung wäre eine SSD als Bootlaufwerk mit den Webbrowsern zum Beispiel und eine HDD für große Programme, Spiele und Dateien. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht niklas1112.com, um dort Videos früher als auf YouTube zu sehen.